Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gravity Rush. So, Mission, beginn. Nein, bald Reven ziehen ja? Hm? Hä? Lobby. Was zum... Oh je. Du bist geizig geworden. Du? Es hat Folgen, wenn man seine Katze überfüttert. Sie wachsen ja so schnell. Du bist ein Geist? Ich dachte, du wärst tot. Meine Königin, ihr kommt zu spät zum Ball. Euer letzter Tanz erwartet euch. Hier bin ich in Hexfield aufgewacht. Du hast den Moment. Warst du nicht eben noch in Einzelteilen? Okay, ich muss... Oh, what? Ist es wie ein Traum? Schlafe ich noch? Raven? Raven, wie kannst du hier sein? Bist du eine Illusion? Zaza, ich weiß, dass du einen Weg zurückfinden wirst. Da ist die nächste. Jenna, ich hoffe, du nutzt deine Kraft als Schöpferin. Was? Das waren 10 von 20. Sie ist doch schwach, aber ich glaube, meine Kraft kehrt zurück. Vielleicht wird sie stärker, wenn ich das hier weiter zusammensetze. Auch wenn du den Rest deiner Katze findest, wird das keinen Unterschied machen. Alias, du wirst hier nie wegkommen. Dafür wird mein Partner sorgen. Warte nur, bis das hier wieder voll da ist. Wir werden hier schon rauskommen. Gut, das ist die richtige Einstellung. Ich werde warten, bis du aufgibst. Du kannst zu lange... Da kannst du lange warten. Ich werde dich nie gewinnen lassen. Der Panda hat einen Teil von das hier versteckt. Aha. Oh, die nächsten sind schon da. Nimm das!
weiterer Teil von Dusty. Na! Ich will da rauf. So, mach dich treffbar. Da oben ist so eine. Was sind das denn für Teile? Ich sehe nichts. Oh, hi. Aua. Nimm das. Eine weitere Katze. Noch eine Katze. Der andere müsste da oben sein. An der Wand. Der eine ist weiter unten. Erstmal hol ich mir das Leben hier. Hab ich euch. Das ist das letzte Stück von Dusty. Und meine Kraft ist auch wieder da. Miau. Hm? Dusty, irgendwie bist du anders als vorher. Na egal. Wir müssen zusammenarbeiten und den Partner da erledigen, damit wir hier wegkommen. Oh, weia. Aua. Daneben. Nimm das!
Und das Leben. Was ist passiert? Das war unglaublich. Ich kann schlafende Katzen einfach nicht ruhen lassen. Ah. Du hast meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Aber glaub bloß nicht, dass dies schon das Ende ist. Bald wird alles aufgedeckt. Du? Niemals. Er kann doch nicht alles sein, oder? Das ist lächerlich. Alias war von den Toten zurückgekehrt, um mich zu verfolgen und Dusty war in Stücke zerbrochen. Ich weiß immer noch nicht, ob das Geschehene wirklich geschehen ist, doch Tianas Rückkehr war kein Traum. Oh, Hi Cat, wo bin ich? Tiana konnte mir nicht sagen, was mit Raven oder der Arche geschehen war. Ich musste warten, bis sie eingeschlafen war, damit ihr anderes Ich erwachte und mir Antworten gab. Was, wie? Tianas Rückkehr bedeutet, dass Raven und die Kinder auf der Arche am Leben waren. Allein das Wissen, dass die Möglichkeit bestand, sie wiederzusehen, erfüllte mich mit neuer Entschlossenheit. Na, was sagt er jetzt? Tiana, wie kannst du immer so ruhig bleiben? Ich denke dauernd daran, dass gleich etwas Schlechtes passiert. Wenn nur einmal etwas Gutes passieren würde. Hm, du bist komisch. Denk einfach, dass alles Schlechte gut ist. Dann passieren nur noch gute Dinge. Was? Das ergibt keinen Sinn. Du musst nur in deinen Geist zurückkehren und die Erinnerungen so ändern, dass sie besser werden. Versuch dir vorzustellen, wie die Dinge anders machen würdest und erreiche, dass sie so passiert sind. Dann verändern sich alle schlechten gute Dinge. Man kann aber Vergangenheit nicht ändern. Man kann sie nur einmal erleben. Alles, was du über die Vergangenheit weißt, ist in deinem Kopf, nicht wahr? Nur das ist wichtig. Wenn du glaubst, dass etwas passiert ist, ist es so. Aber es gibt Beweise dafür, dass die Dinge so passiert sind, wie sie sind. Andere Leute, die damals bei mir waren, Gegenstände, die zurückgeblieben sind? Wenn du einen Widerspruch feststellst, dann musst du einfach dahin zurückkehren, wo du ihn festgestellt hast und diesen Widerspruch auflösen. Das ist doch Quatsch, aber wenn ich mir den Quatsch einfach wegdenke, ergibt das vielleicht einen Sinn. Ich existiere nur in der Gegenwart. Wenn ich mir also vorstelle, dass ich bis heute glücklich war, war ich immer glücklich, oder? Oh, ich kriege Kopfschmerzen davon. Cat, versuch es einfach. Ich weiß nicht, was sie da rumredet. Sieh mir in die Augen und entdecke deine Erinnerung zum ersten Mal ganz neu. Wow, ich habe ein echtes Déjà-vu-Erlebnis. Ich glaube, so ging es mir auch, als ich dich zum ersten Mal getroffen habe. Nee. Das will ich jetzt nicht. Wo muss ich hin? Die ist auch hier drin. Ich speichere mal kurz ab. Und dann Zeitsprung. Garde, was machst du hier? Hey, ist Tiana auch da? Das Ende ist nah. Bist du bereit? Das Ende, wovon redest du? Nenne es Intuition des Schöpfers, aber ich spüre eine Störung in der Struktur der Realität, als ob vielen Dinge sich ihrem Ende näherten. Es könnte deine letzte Gelegenheit sein, in die Zwischendimension zu gelangen oder etwas anderes zu erledigen. Etwas Großes wird passieren. Na, wenn du es sagst, es kann wohl nichts schaden, auf was auch immer vorbereitet zu sein. Habe ich alles, was ich brauche?
Das ist dir überlassen. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Komm zu mir, wenn du bereit bist, das Ende zu beginnen. Zum Glück habe ich gespeichert. Hey, Cat. Eine Eishütte für unterwegs? Wieso diese Menschenmenge? Ist heute ein besonderer Tag? Bürgermeister macht eine große Ankündigung und alle wollen sie hören. Ich habe heute endlich die Gelegenheit abzusahen. Die hier geht aufs Haus. Andreas, kennst du diesen Mann, Cat? Er ist Nelikas rechte Hand. Ich habe schlimme Dinge über ihn gehört. Was, Andreas? Red kein Unsinn, du verwechselst ihn. Liebe Mitbürger, der heutige Tag wird in der Geschichte eingehen. Heute ist der Tag, an dem wir uns ein für ein Mal von der Navy-Bedrohung befreien. Hals mit mir unseren neuen Retter bekommen. Was ist das? Anscheinend ihr neues Spielzeug. Ein Notfall, da kommt Navy. Hier entlang, schnell, nicht schieben. Frauen und Kinder zuerst. Perfektes Timing, findest du nicht? Geil, ich komme gleich zurück. Meine Damen und Herren, das ist die Gelegenheit, die imposante Kampfkraft der neuen Militärtechnik zu demonstrieren. Die Seeanemone. Ist alles bereit? Hier, seht selbst. So. So, nimm das. Verdammt. Wo sind sie? Da! Na! Moment, da lang. Wie viele Nebel sind das? Ah!
Was will die denn jetzt? Wir brauchen keine Störung für die wie dich in der Stadt. Ich werde Hexville jetzt beschützen. Was habe ich getan, um verhaftet zu werden? Es gibt nichts Wichtigeres zu tun. Wir müssen zusammenarbeiten, um die Stadt zu retten. Befehl ist Befehl. Gib dich geschlagen. Das hier muss nicht in Gewalt ausarten. Es sei denn, du willst dich der Verhaftung widersetzen. Du bist echt ein vorbildlicher Soldat. Befolgst Befehle um jeden Preis, weil das einfacher ist, als selbst zu denken. Hm? Befehle, 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 Befehle. Tust immer nur da, was dein Commander dir sagt. Ich dachte, ich wäre mehr als eine hirnlose Marionette, die alles tut, was der Bürgermeister verlangt. Jenika, denk doch mal nach. Wenn er mich nicht mehr braucht, was passiert dann mit dir, wenn du an der Reihe bist? Sei still. Nein. Dann sorge ich dafür, dass du still bist. Wo willst du hin? Schifter, warum kommst du nicht einfach mit? Das wäre für uns beide leichter. Ich entscheide, was ich tue. Ich werde nicht einfach mitkommen. Wenn du mich verhaften willst, musst du mich holen. Gut, ich wollte das nicht einsetzen, aber du lässt mir ja keine Wahl. Na, wo ist sie hin? Ich bin wohl etwas zäher, als du dachtest. Vielleicht solltest du deinen Commander laufen und um neue Befehle bitten. Ich bin es leid, wie du das Militär beleidigst. Und ich werde dich nicht länger schonen. Überbrücke Sicherung. Impulsgeber-Regulator synchronisiert. Leistung auf 121% erhöht. Da oben bist du. So, nimm das! Auftrag erfüllt. Cat, sprich mit mir. Mein Befehl bekomme ich von höchster Stelle. Ich bin nicht befugt, Vorgesetzte zu hinterfragen. Hör auf, dir das etwas vorzumachen. Du sagst, du wärst hier, um die Navy aufzuhalten. Aber was soll das
Aber was sollst du wirklich tun? Okay. Der tritt durch. Hey Papa, das Ding benimmt sich komisch. Kommando, etwas stimmt nicht mit Anemone. Was? Warte kurz, Cat, ich werde... Du würdest das Schick zerstören. Du? Ich greife nur ungern an, aber ich muss den Traum verteidigen. Wächter, erfüll deine Rolle. Ich setze dich frei, damit du den Shifter befreist. Auch du bist nur ein Produkt des Traumes. Und du musst deine Rolle erfüllen. Keine Ruhe den Rechtschaffenden. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was hier eigentlich los ist. Shifter, wie bist du? Überrascht mich zu sehen. Es hilft, Freunde in hohen Positionen zu haben. Was macht deine Superwaffe mit der Stadt? Und warum bist du nur hier und kämpfst dagegen? Wo ist Yuri und wo ist die Armee? Die Kriegsschiffe wurden zerstört. Die Befehlskette ist unterbrochen. Es liegt an mir, Anemone zu stoppen. Scheint, als wäre es ein voller Erfolg, wie sie mit Nevi fertig wird und Hexfeld beschützt. Ich sollte sie lieber aufhalten. Shifter, halt! Dies ist eine Militäroperation. Du wirst nur im Weg. Du wirst im Weg, ich werde... Ah! Unika? Du bist verletzt. Das ist nur ein Kratzer. Wenn ich Energie in die Reparatursysteme umleite, ist alles okay. Ich bin die Einzige, die übrig ist, um die Ehre des Militärs zu bewahren. Denk an die Stadt, nicht an deine blöde Ehre. Jetzt ist nicht die Zeit, dummes Grenzen zu ziehen und festzulegen, wer helfen darf und wer nicht. Okay, warte. Anemone da drin ist... Und wie soll ich sie aufhalten? Mit noch mehr Wucht zu treffen, ja, wie? Oh, ein Teil ist abgefallen. Cat, zieh auf den freigelegenen Kern. Unika. Jetzt muss ich nur an... Was ich bräuchte, wäre Leben. Da ist Leben. Getroffen!
Sie haben versucht, Waffen herzustellen und dabei Nevi als Energiequelle zu nutzen? Arrogante Idioten, als ob sie eine solche Kraft kontrollieren könnten. Bürgermeister, einen Moment. Stecken Sie mir, dass ich die Notfallüberbrückung aktivieren kann? Alles, wofür ich gearbeitet habe, hängt von der Anemone ab. Es wäre nur ein kleines Opfer für das übergeordnete Wohl. Wie konnten Sie dieses Monster erschaffen? Dachten Sie wirklich, Sie könnten die Nevi kontrollieren? Nimm das! Na! Oh, Leben! Na! Da fehlt doch nicht! Nimm das! So, erwischt! Da fällt ein ganzer Teil in der Stadt weg! Wie zerstört man das am besten? Wie soll man das aufhalten? Cat, reiß ein Loch in die Raumzeitdimension. Das wird mein letzter Eingriff in den Traum sein. Sienna. Cat, hier drüben. Setz deine Kraft an mir ein. Cat! Gage! So. Oh, da ist die Arche.
Anemone reagiert nicht. Wir haben keine Wahl. Wir müssen die Überbrückung aktivieren. Bedauerlich, aber notwendig. Anemone wird bei ihrer Explosion wendende Zentren vernichten. Das ist zwar etwas früher, aber man kann somit den Plan zur Bevölkerungseindämmung als eingeleitet ansehen. Hier ist die Überbrückungsschaltung. Schalter, Bürgermeister, vielleicht wollen Sie wenigstens vorwarnen. Verehrte Einwohner von Hexville, bitte evakuiert ruhig das Gebiet. Eine Selbstzerstörungsfrequenz wurde eingeleitet. Derjenige, wie kann er... Was macht er denn? Das schaffen sie nie rechtzeitig. Derjenige hat gerade ihr Todesurteil ausgesprochen. Hau doch nicht so ab! Reparaturen abgeschlossen. Silver ist wieder im aktiven Dienst. Unica, die Navy haben Anemons Waffensysteme absorbiert. Es ist jetzt zu gefährlich, sich zu nähern. Überlass das mir. Verschaff mir nur etwas Zeit. Unica, Raven, erledigen wir sie. Aua! Ich muss sie darüber locken. Nimm das! Der blöde Rauch! Und geschafft! Cat, jetzt! Du hast nur eine einzige Chance, tu es! Hühnige Reifen, überlass das mir! Ja!
Das wäre geschafft. Ah, man kann spulen. Bürgermeister nennt keinen Klang aus. Bürger verlangen Rücktritt. Verlorene Kinder schlafen noch immer. What? Warum schlafen die noch? Raven? Raven, wie geht es den Kindern und Sasa? Ich weiß es nicht. Sie schlafen, seit sie die Eiche betreten haben. Und dabei seid ihr so weit gereist. Ich wünschte, wir könnten sie wecken. Das ist meine Schuld. Ich hätte eine andere Möglichkeit gegeben. Die Eiche beschützt die Kinder, bis es Zeit ist, sie zu erwachen. Die Bedrückte des Traumes kommen zusammen. Was? Und zumindest hat die Schöpferin mir gesagt, dass ich dir das sagen soll. Hm? Einstimmig, hm? Hey! Cat, magst du etwas Eiscreme? Wieso bringen sie das da? Wessen Hand ist das? Was? Nein, der Schiffsteck kann doch nicht etwa... Commander, Sie sollten im Bett bleiben. Alles ist unter Kontrolle, auch Soldaten brauchen Ruhe. Kann sein, aber das ist die Ruhe vor dem Sturm. Wie bitte? Und eine Vorbote der Zerstörung wird aus der Höhe hinabsteigen. Die Eiche hatte ihre Reise beendet und die Wolkenstadt kehrt zum normalen Leben zurück. Die Nevi wurden nicht mehr gesichtet. Die Bedrohung schien endlich vorbei. Und ich warte darauf, dass der vergessene Stamm der Kinder erwachte. Das war ein bisschen zu schnell. So viel konnte ich nicht lesen. Der Frieden ist nie von Dauer und manche Kämpfe nehmen kein Ende. Natürlich. Das speichere ich mal ab. So, das Pferd hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde den Nachfolger dann mal danach machen. War ein bisschen kürzeres Let's Play, wobei manche Folgen praktisch etwas Überlänge hatten. Ja, manche Missionen kann man halt nicht richtig unterbrechen. Und dann wird das super lang. Ja. Und dann sehen wir uns beim Nachfolgeprojekt und dann bis zum nächsten Projekt. Ciao.